Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, wir haben heute eine ganz andere Kameraperspektive, weil sich das hier hinten auch gleich ein bisschen füllen wird. Ich mache heute mit euch ein XXL-Pflege-Video-Declutter. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe hier auch eine Flasche zu trinken und ich habe mich für heute vom Tageslicht verabschiedet, weil ich glaube, das Ganze wird hier ganz schön heftig werden. Das Erste, was ich jetzt machen werde, ist, dass ich meine komplette Pflege aus meinen, möchte ich eigentlich noch ausprobieren, Schränken und hier Fächern und so weiter rausnehme. Und noch aus den ganzen, ich habe mein Lager umgeräumt, oder ich bin dabei, mein Lager umzuräumen, vom Keller in diese Etage. Dementsprechend habe ich eh gerade hier alles rumstehen. Das kommt jetzt alles mal hier auf diese wunderschönen Decken, damit der Boden nicht ganz so versaut wird. Wow, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so viel ist, ne? Und das ist immer die Sache. Ja, wo kommt der ganze Kram immer her? Aus Boxen, aus Adventskalendern, von überall gefühlt irgendwie. Ich habe natürlich meine Pflegekooperationspartner, mit denen ich eng zusammenarbeite. Das seht ihr auch immer im Aufgebraucht-Video. Also ich benutze die Produkte ja auch. Aber ein riesiger Teil geht ja auch immer an euch, also in Verlosung und so weiter. Und das ist jetzt quasi einmal der komplette Wahnsinn. Ich habe mir aber auch schon Ordnungsboxen hier überall ringsum hingestellt. Das heißt, ich werde das Ganze auch einmal durchsortieren. Ich werde achten auf Mindesthaltbarkeitsdaten. Dann habe ich auch eine Box, die ich packen werde für das Frauenhaus bzw. fürs Kinderheim. Da muss ich noch schauen, wer das dann annehmen möchte. Die nehmen nämlich tatsächlich mittlerweile auch nicht mehr alles an. Ich habe ja auch Zettel und Stift. Das heißt, die Boxen, die jetzt um mich herum stehen, werde ich auch beschriften, dass ich dann auch weiß, wo ich was reinmachen soll. Und es ist gar nicht so dunkel, wie es aussieht. Das werdet ihr gleich auch sehen. Ja, ich habe halt einfach kein direktes Licht direkt darüber, weil das ist jetzt eigentlich auch nicht so mein Drehbereich und so. Ja, und es ist ja auch eigentlich so, dass ich versuche mich hier zu rechtfertigen, ne? Es ist ja mein Job. Jedes Unternehmen hat ja auch immer wieder eine Inventur und so weiter. Also würde man bei einem Unternehmen halt die ganzen Lagerbestände mal irgendwo ausbreiten, sähe das auch ein bisschen krass aus, ne? Mhm. Dann wollen wir mal. An dieser Stelle scharf, ne? Auch mal erwähnen. Ich habe aktuell, glaube ich, einen Code Beauty Claudi bei Dalton für 20% Rabatt, ne? Also wenn ihr Bock auf gute Pflege habt, die wirklich ihr Geld wert ist, dann schaut da super gerne mal vorbei.
übrigens immer, dass ich dieses Advanced Night Repair von Estee Lauder so feiern würde. Habe das jetzt letztens nochmal in Anwendung genommen und muss sagen, ich fand das gar nicht mehr so geil. Ich weiß nicht warum. Also meine Haut hat das leider nicht so gut vertragen. Leider. Ich glaube, so kleine Sachen hier, so 5 Milliliter Typchen von der Gesichtscreme, das läuft unter Probe und dafür habe ich ein eigenes Ding. Es kann sich nur noch um Jahre handeln hier. Das ist ja der Wahnsinn. Aber gut, ich gucke mir wirklich jedes einzelne Produkt an, schaue nach einem MHD, ob ich eins finde und packe das dann in die entsprechende Rubrik rein. Und das ist ja echt ein Workout, ne? Ich mache hier ein Sit-Up nach dem nächsten quasi. Wahnsinn. Das war nämlich das, was ich so gut fand. Das Advanced Genifique Activateur de Jeunesse von Lancôme. Das Youth Activating Concentrate. Das ist richtig gut. Die habe ich, glaube ich, auch aktuell in Anwendung von Estee Lauder Revitalizing Supreme Plus. Ist okay, aber ich finde sie halt sehr stark parfümiert, ne? Wenn ich halt so Produkte mit AHA, BHA, also so Säureprodukte habe, wie hier zum Beispiel von MA-SAM, Overnight Treatment Nachtserum mit 5% AHA und 2% BHA, würde ich das jetzt eher weniger bei den Serien einsortieren, sondern für mich ist es eher ein Peeling, weil das ist ja ein chemisches Peeling, ne? Ja, ich habe gestern tatsächlich 9 Stunden hier aufgeräumt und also alles in Kategorien gepackt. Dann habe ich meine Boxen genommen, das sind so meine, ne, die ich hier auch in meinem Lager stehen habe. Nicht im Lager, Quatsch, hier als Vorratsboxen stehen habe. Da packe ich nämlich immer meine Produkte rein. Die sind von IKEA, werde ich oft nachgefragt. Und genau, das sind dann die Produkte, die ich auch wirklich dann in nächster Zeit auch brauchen möchte. Und da war ich dann jetzt quasi mal in meiner eigenen Sammlung shoppen und dann zeige ich euch einfach mal, was dann quasi demnächst hier verwendet wird. Und ich starte mal mit der ersten Box, die ich hier auch habe, das ist Deo. Da habe ich mir einmal von Freiöl den Deo-Balsam genommen. Das ist halt wirklich dann so für abends, ne? Genauso, nee, das ist für unterwegs, 8x4. Ich mag die 8x4-Deos total gerne. Dann habe ich hier von Nivea das Wintermoment Antitranspirant. Ja, ne? Aber es riecht halt sehr schön pudrig. Und Hot Pool Limited Edition von Fa. Habe ich das hier? Auch das fand ich dann ansprechend.
Die nächste Box ist die Fußbox, denn ich verwende jeden Abend Fußcreme, was ich so wichtig finde. Und ja, heute habe ich mal hier Fenster auf und Jalousien hoch, weil es ist schön früh am Morgen. Und es hat gestern richtig schön gewittert, dass hier halt einfach ein bisschen bessere Luft ist. Hier ist es einfach bombastisch heiß. Gestern hat auch irgendwie gefühlt alles nur noch an mir geklebt. Ne? Zweimal habe ich von Bahia diese Gel-Pied, dieses Food-Gel mit Guarana. Ja, im Prinzip habe ich alle Fußsachen hier auch reingepackt. Von Gewohl die Lipidro-Creme, ne, mit Urea, das ist halt auch sehr, sehr pflegend. Dann von L'Occitane habe ich für trockene Fußhaut mit 15% Karité-Butter eine kleine Geschichte hier drin. Von OO Lotion Feed Good habe ich auch mit am Start. Ich glaube, das ist ein bisschen erfrischender. Von Gewohl die Soft Feet Cream mit Milch und Honig für gepflegte Füße und Beine. Ich nehme das aber tatsächlich eher für meine Füße dann. Ne? Meine Beine haben eine Sonderbehandlung. Von Barfuß die Fußcreme Sensitiv mit Arganöl, Cupuaçu Butter und es ist eine Intensivpflege. Freue ich mich tatsächlich auch drauf, das alles zu verwenden. Ich habe jetzt aktuell von Balea Med eine Fußcreme in Anwendung, die auch sehr, sehr angenehm ist. Und von Ifazit, dieser Fußbalsam, der Feuchtigkeit spenden soll. Ja, das wird alles ziemlich schnell leer gehen. Also, ja, sind ja auch keine richtig großen Tuben oder so, ne? Die nächste Kategorie ist Bodyöl. Ich habe Bodyöl draufgeschrieben, denn ab und an kommen hier auch Menschen mal vorbei. Ja, also das ist halt hauptsächlich für meine Oberschenkel, also quasi von Knie bis zur Hüfte. Ne? Da verwende ich halt gerne Körperöl. Ganz, ganz neu habe ich hier Aveeno Skin Relief, ein Body Oil Spray. Das ist ein richtiger Kavemsmann, ne? Da komme ich wahrscheinlich auch ein bisschen länger mit hin. Ansonsten habe ich hier von Freiöl das Figuröl. Sowas geht bei mir wirklich schnell leer und ich habe jetzt auch gerade letztens erst eins von Freiöl aufgebraucht. Genauso auch von B-Oil. Das sind auch nur 25 ml. Das habe ich in der Woche mindestens durch. Die hier, Glückliche Auszeit von Kneipp. Ist eigentlich eher so ein Massageöl, aber ich verwende es halt einfach trotzdem auch auf den Beinen. Und auch Mandelblütenhautzart als Massageöl finde ich auch ganz gut. Und was ich mir ganz neu gekauft habe, das ist aber eher dann für mein Unterstübchen von Isana, der Nachbehandlungsbalsam 4-in-1. Ja, ich habe ja eigentlich jetzt auch aktuell meine Dalton-Creme in Anwendung, die ja auch in meinem eigenen Set mit dabei ist und wo ihr auch drauf sparen könnt. Egal, ich habe es euch, glaube ich, ein paar Mal schon gesagt. Ne? Aber ich wollte auch gerne was aus der Drogerie mal wieder ausprobieren. Mal gucken, was die Drogerie so kann. Das finde ich ja auch immer ganz spannend. Als nächstes habe ich Ampullen. Ja, ich bin aktuell eher so ein Maskenfan, da kommen wir gleich auch noch zu. Ich habe bei den Ampullen einfach zweimal so meine Marine Selection drin von Dalton, das sind meine liebsten Ampullen hier drin. Extreme Lift Q10, Caviar Deluxe ist meine absolute Lieblingsampulle, Hyaluronic Urea und die C-Ampulle, also das sind halt so feuchtigkeitsspendende Geschichten und halt Anti-Aging bzw. Slow Aging. Mag ich super gerne und die sind jetzt hier drin. Und ich finde tatsächlich, dass Dalton auch die besten Ampullen auf dem Markt hat. Ich habe wirklich schon viel ausprobiert. Du bekommst halt eine nachhaltige Wirkung dadurch. Und das finde ich halt einfach wichtig, dass ich jetzt nicht nur abends mir das drauf mache. Morgens ist es gefühlt weg von der Pflege, ne? Sondern dass ich es drauf mache und ich habe da ein paar Tage was von. Ne? Das ist irgendwie ganz cool. Dann widmen wir uns mal der Körperreinigung. Da habe ich hier die Duschprodukte. Ich hatte sonst immer zwei Boxen, die Pickpack voll waren. Und da habe ich jetzt wirklich mal hart aussortiert, weil ganz ehrlich, ich habe doch immer wieder Möglichkeiten, an neue Produkte ranzukommen, beziehungsweise auch einfach an mein Lager zu gehen. Und wenn wirklich alles leer sein sollte, mir was rauszunehmen. Ich habe mir definitiv ein Verbot auferlegt, mir irgendwas an Skincare oder so erstmal zu kaufen oder Bodycare, weil ey, ihr habt den Haufen gesehen. Ich sage nur 9 Stunden aufräumen. Tatsächlich. Also, ey. Egal. Auf jeden Fall habe ich hier von Balea das Duschgel Sense of Magic. Das hatte ich von Melli bekommen im Adventskalender und das habe ich auch schon als Bodycream verwendet und aufgebraucht und mochte den Duft schon sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier das Yves Rocher Bath and Shower Gel Bay Delicious, also leckere Beeren, habe ich von Emilia bekommen. Hatte ich, glaube ich, auch schon in einer anderen Variante. Ja, genau, als Handseife. Auch super, super toller Duft. Von der lieben Sarah Isabel habe ich das hier zum Geburtstag gekriegt. Spa Moments Duschschaum Dreamy Flower Sensation. Bestes Leben. Ich mag einfach so gerne blumige Düfte und Duschschaum ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung oder Hausnummer. Was habe ich denn aktuell in Anwendung? Von Rituals habe ich, glaube ich, eins gerade in Anwendung. Nee, von was ist das denn? Ey, du verwendest es jeden Tag, Claudi, ne? Von Douglas, genau. Das hatte ich mir ja neu gekauft. Das löst sich irgendwie nicht so gut als Schaum auf. Also das macht halt nicht so wirklich was.
Von Simone habe ich das The Ritual of Yin Calming Shower Gel bekommen und das werde ich dann wahrscheinlich eher so Richtung Herbst verwenden. Das hier ist ein Produkt, das halt so richtig nach blumiger, frisch gewaschener Wäsche riecht. Auch das von Simone, Tulip in Japanese Yuzu, das kann ich jetzt auch super im Sommer verwenden von Rituals. Dann habe ich ja auch noch von Emmy 3 Duschschäume von Bilou, so kleine, die ich auch super mit auf Reisen nehmen kann, worauf ich mich echt freue, weil es geht für mich ja auch. Habt ihr das Video? Nee, wenn ihr das Video seht, in der Woche drauf dann wahrscheinlich nach Hamburg und da werde ich auch einen Duschschaum davon mitnehmen. Tasty Donut von Bilou habe ich hier, dann Cotton Candy, das sind so richtig geile süße Düfte und Pink Grapefruit. Ja, da hat sie mir mal ein komplettes Set geschenkt. Und nachdem der Körper geduscht ist, wird er natürlich eingecremt. Da habe ich dann diese Schätzeleins hier. Die habe ich mir selber letztens von Balea gekauft oder von DM ist es ja. Body Cream Summer Sunset mit Südseeduft und Monoir. Oder Monoir, ne? Und nicht Monoi. Oder doch Monoi? Du hast ja 2 Punkte über dem I, also muss das E eigentlich sehr betont werden. Monoi-Extrakt. Und das erinnert mich dann natürlich super an Sommer und das hoffe ich auch im Sommer verwenden zu können. Müssen wir mal gucken. Dann natürlich von Dalton. Natürlich ist gut, ne? Aber es ist so ein geiles Produkt. Ist aber eher was für den Winter, weil das schon sehr, sehr dick ist. Spa Deluxe Anti-Aging Körperbutter, die ist einfach der Traum. Also, wenn ihr Bock habt, shoppt die gerne schon mal nach. Ja, weil die ist, oder zum Verschenken, oder wünscht ihr euch, weil die ist halt echt nicht so super günstig, ne? Aber sie ist super, 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 super toll. Die macht euch eine wundervolle Haut. Jetzt im Sommer ist es wahrscheinlich ein bisschen entspannter, diese Bodycare Hydro Boost Hyaluron Body Lotion zu nehmen. Hat auch noch einen Pumper dabei, was ich auch dann ganz praktisch finde. Die ist ein bisschen leichter, aber wenn ihr Richtung Hardcore-Sommer geht und dann vielleicht auch einen Tag im Garten verbracht habt, ist das hier eine super Empfehlung von mir. Das ist nämlich die Aftersun-Geschichte von Dalton, weil die enthält, soweit ich das gesehen habe, kein Aloe Vera. Also die klebt nicht. Und das finde ich mega gut, weil irgendwie alles, was ich mit Aftersun-Produkten verwendet habe, die Aloe Vera enthalten haben, haben mich echt genervt. Also ich hatte von der My Little Box jetzt letztens eine aufgebraucht, die richtig gut war. Also solltet ihr diese blaue, diesen Tiegel, ne, mit diesem Après-Soleil steht da außen drum zu und da drin ist irgendwie sowas Bläuliches, verwendet das, hat einen leichten Schimmer, aber ich finde die super angenehm, die zieht echt sofort ein, du klebst nicht und so, mega gut und beruhigt tatsächlich. Und jetzt gerade habe ich eine von, heißt das Feel Good oder so, war auch in der Box irgendwo mit drin, mit Wassermelone. Rieche ich jetzt nicht mehr, aber ich habe mich gestern Abend damit eingecremt und fand das auch sehr, sehr angenehm und ich habe nicht geklebt, das ist auch viel wert, ne? Also da achte ich jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen mehr drauf, weil mich das einfach mit dem Aloe Vera ziemlich genervt hat. Auch von meiner lieben Emmy habe ich hier von Yves Rocher Comme Une Evidence, ja, eine Perfume Body Lotion, das ist auch eher für Herbst, Winter so für mich, weil vom Duft her einfach sehr, sehr schwer. Dann habe ich hier La Vie et Belle Lancôme, das ist eine Body Lotion, ich weiß nicht, der Vorgänger davon hatte Schimmer mit dabei, da muss ich mal gucken, ob wir hier auch Schimmer drin haben, ansonsten finde ich den Duft einfach wundervoll. Ich mag den einfach. Das ist halt ein Duft, den viele Leute tragen so, ne? Aber ich mag ihn sehr, sehr gerne. Und wenn ich mein Idol-Parfum verwende, was ich auch von der lieben Emmy gekriegt habe, kann ich super dann die entsprechende Bodylotion auch dann mitverwenden. Die finde ich auch sehr, sehr gut duftend, denn ich mag das Idol-Parfum. Dann hatte ich auch in der Box mal mit drin von Lancaster Golden Tan Maximizer. Da sollst du dann halt auch so ein bisschen länger deine Bräune haben. Auch das ist eine Aftersun-Geschichte. Also das beruhigt die Haut. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt macht, dass ich gebräunterer bin. Ich weiß es nicht. Also irgendwas muss da ja drin sein, dass ich halt mehr gebräunt bin. Aber keine Ahnung. Auf jeden Fall mag ich das auch. Habe ich auch schon ein paar Mal leer gemacht in den letzten Jahren. Das finde ich sehr interessant. Body Shaping Cream. Ja, Mussfeld Advanced von Clarin. Ja. Die, ne, wird halt einfach wahrscheinlich auf Reisen mal mitgenommen, weil die ein bisschen kleiner ist. Das ist natürlich ein Klopper, die habe ich, glaube ich, sogar schon mal leer gemacht, aber ich wollte die einfach nochmal verwenden. Anti-Aging Body Cream von Dr. Barbara Sturm. Das ist ein sehr, sehr teures Schätzelein. Ich kann euch jetzt hier auch mal die Masken zeigen, die ich mir jetzt rausgesucht habe. Das sind aber alles Tubenmasken, denn die ganzen, ja, hier Tuchmasken habe ich eigentlich alle unten schon. Also die, die ich auch mir im Vorfeld schon rausgesucht hatte. Natürlich habe ich auch ein großes Backup an den Dalton Hydrolift Masken und so, die ich aber auch gerne verlose zum Beispiel. Oder auch die Jepoda-Masken, da habe ich mir im Sale auch super viel gekauft. Dementsprechend, ja, das sind halt so die Sachen, die ich dann auch gerne in Verlosungspakete mit reingebe, damit ihr auch die Möglichkeit habt, das einfach mal auszuprobieren, weil, ja, das einfach bombastisch ist, ne? Ich starte jetzt einfach mal mit meinem Schuber, das habe ich nämlich in Goodieboxen aufbewahrt, reinigt.
Genau, die Reinigungsmasken. Ich habe ja für jeden Tag, also jeden Morgen habe ich da so ein Pöttchen bei mir im Badezimmerschrank stehen. Und das habe ich mir halt so aufgeteilt, dass ich das relativ abwechselnd habe mit Reinigung, Glättung und Feuchtigkeit und so, dass ich das halt auch genau darauf abgestimmt habe, wann ich meine Peeling-Tage habe und so. Und das gefällt meiner Haut sehr, sehr gut, dass ich das so mache und ich trage mir die immer während des Zähneputzens auf. Und hier habe ich zuallererst natürlich die, ich sage immer natürlich, aber es ist für mich natürlich, weil es eines meiner absoluten Favoritenprodukte überhaupt ist, die Face Care Magical Effect klärende Schönheitsmaske von Dalton. Die müsst ihr nicht lange drauf lassen und die gibt euch wirklich einen guten, guten Effekt im Gesicht und ich mag sie sehr gerne leiden. Das ist eine mega gute Maske, weil sie klärt, hinterlässt auch ein angenehmes Gefühl auf der Haut und du hast danach aber nicht so ein Spannungsgefühl, dass du super ausgetrocknet wirst, aber es ist wirklich sehr empfehlenswert. Dann habe ich hier The Professional von Benefit, eine Speedy Smooth Quick Smoothing Pore Mask. Das ist diese hier, habe ich in PR mal zugeschickt bekommen und wollte ich dann auch in Anwendung nehmen, um euch dazu mehr sagen zu können. Die Melting Matte Cleansing Mask von Mud Maski habe ich auch schon ein paar Mal aufgebraucht. Die hat mich damals überhaupt erst dazu gebracht, dass ich diese Routine überhaupt habe während des Zähneputzens. Finde ich sehr empfehlenswert. Also wenn ihr die irgendwo in Boxen drin habt, probiert die einfach mal aus. Auch hier diese Mineral Infused Double Cleansing Mask von Mud Maski ist eine ganz gute Geschichte. Ist halt auch eine sehr schön reinigende Sache. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich eher die empfehlen. Aber ne. Dann habe ich hier eine Venergetic C Plus Instant Detox Mask von Caudalie. Die hatte ich in der Caudalie Box von Glossy Box mit drin und wollte die einfach ausprobieren. Tightens Pores, also Poren sollen verfeinert werden, überschüssiges Öl soll entfernt werden. Und das macht sie halt mit klärendem Lehm, Kaffee und Traube und das hört sich einfach gut an. Und ich verwende morgens jetzt ja auch immer Vitamin C Serien, damit ich quasi eine gute Basis habe für meinen Lichtschutzfaktor, den ich ja auch auftrage, weil Lichtschutzfaktor und Vitamin C sind so. Und wenn ich dann eine Vitamin C Maske morgens verwende, verwende ich anstelle von meinem Vitamin C Serum, was ich habe, irgendwie eine Ampulle oder so, die einfach ein bisschen was Beruhigendes mit sich bringt, ne, damit das Ganze halt nicht, weil zu viel Vitamin C im Gesicht wäre halt auch zu viel. Ganz einfach. Es wäre dann einfach zu viel und das will ich nicht. Dann habe ich hier eine klärende Maske von Origins Clear Improvement mit Aktivkohle. Ja, und das sieht man dann auch ziemlich fancy aus. Cartier Paris Rosa Heilerde Maske mit Leinsamenextrakt. Hatte ich just mal gerade irgendwo in der Box mit drin. Die Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask. Mensch, war auch in der Sonderbox von Glossy Box glaube ich drin, naja. Und von Oskia London die Deep Cleansing Mask. Nee, das ist nicht Oskia, das ist Omorovica. Genau, eine, ungarische Marke. Und jetzt kriege ich die Schublade auch wieder zu. Das finde ich sehr angenehm. Gehen wir weiter zur Feuchtigkeit. Das braucht meine Haut super gerne, super viel. Und da fange ich an mit einem Produkt, was auch super ist, wenn man, also ich trage ja auch immer Augenpatches dann morgens auf, du kannst aber auch einfach dieses Produkt von Mud Maski nehmen, die haben echt tolle Produkte, kannst du nicht anders sagen, ne? Genau, das sieht ein bisschen aus wie Biomüll unter den Augen, ist wie es ist, oder das, was quasi, wenn du den Biomüll rausgebracht hast, unten noch in dem Eimer drin ist. Es ist einfach nicht schön, ne? Aber es ist schon cool, muss ich sagen, weil bei mir bewirkt das wirklich was, ich mag die sehr, sehr gerne. Habe ich hier Licht an? Ja. Weil jetzt ziehen gerade ein paar Wolken auf. Dann von bei Beauty Bay, das ist die Eigenmarke, Moisture Complex mit Algen, eine Face Mask. Darauf freue ich mich auch schon sehr, das ist ein schöner großer Tiegel. Von 111 Skin, die Oxygen Express Mask. Ja, die soll halt relativ schnell Feuchtigkeit und Sauerstoff offensichtlich auch ins Gesicht bringen. Embryolis ist auch eine ganz tolle Marke, da habe ich auch schon so diese Körpercreme von Lea gemacht, ne? Das gerade im Winter war das total super. Und das ist eine hydratisierende Gesichtsmaske, die Intense Moisturizing Mask und Nymphaea ist mit dabei. Die Nymphe. Gut. Von Chaya, das bekommt ihr bei Cosmetic for Less. Da könnt ihr mit Claudi 15 auch immer 15% sparen. Habe ich hier die Gedan Skin Dry Skin Water Balance Hydrogel Face Mask. Genau, ja. Das ist auch eine Tube. Und von Emma Hardy die Moringa Renewal Treatment Mask. Und die soll halt hydratisieren und Strahlkraft geben und so. Das kann ich doch gut gebrauchen. Tja, und dann brauche ich natürlich auch mit meinen 34 Jahren ein bisschen Glättung im Gesicht. Da habe ich gar nicht so viele hier, ne? Aber gut,
Da starte ich nämlich mit Oskia London, das, was ich eben dachte, die Renaissance Mask Brightening and Resurfacing. Da sollst du dann quasi ein neues Gesicht von bekommen. Mal schauen. Die liebe Emmy hat mir von Yves Rocher die regenerierende Pflegemaske mit Bio-Calendula mal geschickt. Und Calendula, also Ringelblume, ist wirklich, wirklich toll. Das beruhigt auch sehr, sehr schön. Von Dr. Hauschka habe ich eine revitalisierende Maske. Ja, straffende Intensivpflege, das ist nur so eine kleine 10-Milliliter-Geschichte, ne? Und von Sisley, habe ich auch schon mal verwendet, ist wirklich gut. Leider, weil sagt teuer, die Black Rose Cream Mask. Und ja, da sind nur 10 Gramm drin. Aber Sisley ist echt schon sehr teuer. Und die Meso-Mask von Filorga ist ja auch so ein Klassiker, ne? Das soll halt auch so ein bisschen weichere Konturen zeichnen. Ist auch mit am Start. Allerhand Proben habe ich übrigens auch jetzt hier in so einem Probenkarton drin. Aber ja, das ist Wahnsinn, wie viele kleine Fizzle-Produkte dabei waren, ne? Ein paar Körperpeelings habe ich mir jetzt auch noch rausgesucht. Es sind nur 4, aber teilweise halt sehr, sehr große Verpackungen. Das heißt, da komme ich ewig mit hin. Von Simone habe ich von Evoluderm das nährende Body Scrub von Evoluderm bekommen. Und da hast du Arganöl mit am Start. Da freue ich mich auch ein bisschen drauf, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin auf die Peelingpartikel ein bisschen gespannt. Also ich hoffe, dass es nicht allzu soft sein wird, weil ich brauche das schrubberig am Körper. Deswegen mag ich zum Beispiel auch super gerne die M. Asam Peelings und da hatte ich mal sehr viel Glück gehabt. In einer Wundertüte hatte ich dieses Belle Glamour Peeling und da sind 600 Gramm drin. Also das wird lange dauern, bis ich das mal leer habe, aber ich wollte es definitiv verwenden. Etwas, was safe auch im Sommer noch in Anwendung kommen wird, ist von Dalton das Bodycare Spa Deluxe Ingwer Meersalz Körperpeeling. Passt da bitte auch einfach auf, wenn ihr das verwendet an Stellen, wo ihr vielleicht vorher euch rasiert habt oder, keine Ahnung, einen aufgekratzten Mückenstich oder sonst irgendwas, ne? Weil das ist halt Salz und das brennt schon so ein kleines bisschen, wenn man da dran kommt. Deswegen. Aber ich mag das sehr, sehr gerne, weil du hast halt auch diese Ölphase mit dabei. Das Ganze ist halt schön pflegend. Und das habe ich mir von Isana letztens gekauft. Oder war das irgendwo? Nee, das war in einer Schön-für-mich-Box drin von Rossmann. Bei Hair ein vorbereitendes Zuckeröl-Peeling. Darauf freue ich mich auch sehr, 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 sehr. Aber ich glaube, dass man das halt quasi vor der Rasur verwenden soll. Finde ich auch sehr interessant. Wobei du dich eigentlich am besten immer vor der Rasur peelen solltest und nicht danach. Genau. Und deswegen, ja, ist das schon mal eine ganz gute Geschichte. Und das wird auch ausprobiert. Ich weiß echt nur nicht wann. Wow. Aber ich habe versucht, wirklich nicht allzu viele Peelings. Ich liebe Bodypeelings, ne? Oh, ja. Oh, die Wolken verziehen sich. Sehr schön. Es wird ein strahlend blauer Himmel. Schön. So, ich bin jetzt bei Make-up Remover. Also, ne, Gesichtspflege sind wir jetzt quasi auch schon angekommen. Das heißt, wir bereiten erstmal die ganze Basis vor. Ein Produkt, was ich offensichtlich sehr häufig da habe, auch im Backup, ist The Calm Balm von Yepoda. Mein absoluter Lieblingsbalsam und das ist auch der einzige, genau, auch als Travel Size nochmal, den ich überhaupt jetzt hier in mein Möchte ich aufbrauchen gepackt habe. Denn ich habe sie alle ausprobiert. Ich habe Elemis ausprobiert, ich habe Clinique ausprobiert, ich habe so, so viele, ich habe M. Asam ausprobiert, ne? Und ich komme immer wieder zurück zu Yepoda, muss ich wirklich sagen. Falls ihr noch irgendeinen von mir getestet haben wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich muss aber wirklich, wirklich, wirklich sagen, dass ich den am besten finde. Bei Clinique ist es aktuell so, den habe ich nämlich aktuell in Anwendung, dass wenn ich mir damit mein Make-up runternehme, dass meine ganzen, also, dass ich so einen Schmierfilm auf den Augen habe und das geht mir wirklich auf die Nerven, muss ich wirklich sagen, denn ich, weiß ich nicht, fühle mich dann irgendwie wie so ein Maulwurf, ne? Und das braucht eine ganze Zeit, dass ich das dann auch wirklich runtergewaschen bekommen habe, also dass quasi meine Augen auch wieder klar sind und das finde ich unangenehm. Das habe ich bei dem hier definitiv nicht und der hier ist dann halt auch nochmal besser als der zum Beispiel von Elemis, weil der hier einfach das Make-up besser runternimmt. Der von Asam ist mir zu butterig, zu schmierig und nimmt halt auch nicht so gutes Make-up runter. Ich komme da immer wieder hin zurück und möchte euch das einfach von Herzen empfehlen. The Calm Balm von Yepoda ist mein absoluter Lieblingsabschminkbalsam fürs Double Cleansing 1A geeignet und es ist tatsächlich auch, ja, mein liebstes Produkt von Yepoda selbst, ne? Dann habe ich hier auch von Benefit, das sind jetzt alles Produkte, die ich dann quasi als zweiten Step beim Double Cleansing verwende, Good Clean Up Pore Purifying Foaming Cleanser. Das ist dieser hier. Da muss ich halt nochmal gucken, was da genau für Inhaltsstoffe drin sind. Inwiefern das alles sich dann ja auch mit meiner Pflegeroutine verträgt. Da muss man halt auch immer so ein bisschen aufpassen. Gut, du wäschst es halt runter, ne? Aber du hast ja trotzdem, dass für eine gewisse Zeit die Wirkstoffe ja mit der Haut auch in Verbindung kommen. Dann habe ich mir von Balea geholt Hautreinsoft-Softer Reinigungsschaum mit AHA und BHA, mit Zink und Niacinamiden.
Das würde ich wirklich nur von O bis O verwenden, also von Oktober bis Ostern. Genauso verhält es sich halt auch bei hier mit dem The Bubble Double, ne? Habe ich auch in zwei verschiedenen Größen von Yepoda. Das ist nämlich auch mit Salicylsäure. Hat einen wunderschönen Schaum, aber wie gesagt, hier ist Salicylsäure, BHA drin. Ein toller Schaum, der toll auch das Double Cleansing vollendet, ne? Von Elemis habe ich hier ein Produkt Pro Collagen Energizing Marine Cleanser. Habe ich schon mal verwendet. Ja, ich glaube, den mochte ich auch. Ne? Dann habe ich hier von Balea das Waschgel auch mit drin, mit Glycerin. Das ist dann halt auch nicht ganz so austrocknend, sondern auch ein bisschen feuchtigkeitsspendend. Und dann habe ich hier, das kriegt ihr, glaube ich, weiß ich gar nicht. Kriegt ihr das bei Purish? Weil bei Purish habe ich auch aktuellen Code. Claudius Welt 20 für 20% Rabatt auf alles. Mega gut. Schaut gerne dort mal vorbei. Habe ich auch in die Infobox gesetzt. Das ist auf jeden Fall Bubble Step One Cleanse. Habe ich noch nicht ausprobiert. Möchte ich gerne ausprobieren. Und von Madara, das ist auch noch ein neues Produkt, was ich hier habe, Purifying Foam. Und ja, das ist halt einfach dann in der Box drin gewesen, in der Trendradar Box müsste das gewesen sein. Da freue ich mich auch drauf. Apropos aufgekratzter Mückenstich, da habe ich nämlich gerade einen an meiner Oberschenkelinnenseite. Das ist so fies, Finestil und alles drauf gemacht. Oh, es ist übel. Also ja, wir sind hier auch relativ ländlich, da hast du sehr viele Mücken. Und wir haben hier auch Gewässer und so, also naja, ich habe euch ganz die Handcreme unterschlagen. Die möchte ich euch natürlich jetzt noch zeigen. Da habe ich einmal von Balea Handcreme Magic Forest. Die habe ich mal von Karen bekommen. Da bin ich sehr gespannt drauf, denn bei Balea ist es immer mal wieder so gewesen, dass die sehr geweißelt haben und nicht so gut einziehen wollten. Mal gucken. Für trockene Hände mit märchenhaftem Duft, das kann ich jetzt aktuell zum Beispiel auch sehr gut gebrauchen. Ich habe super trockene Hände, weil ich ständig irgendwie im Garten bin oder hier halt am Aufräumen bin, ganz offensichtlich. Also ich habe gestern so viel Handcreme verwendet. Mal wieder auch was von Dalton hier mit dabei. Handcare Pigmentation Control, sie kann nicht mehr reden. Anti-Aging Handcreme, da bin ich auch gespannt drauf. Die habe ich noch nicht verwendet. Amelie schwärmt davon, ne? Amelie with Love. Und ich glaube auch, dass Mello Flori die auch schon mal empfohlen hatte, ne? Die wird auf jeden Fall dann mal demnächst ausprobiert. Von Michelle habe ich hier diese Granatapfel-Umido-Handcreme mit Granatapfelextrakt. Das wird auch mal ausprobiert. Alles wird ausprobiert, Leute. Die habe ich von Sarah Isabel. Busy Honeybee, eine fleißige Honigbiene. Vielen, vielen Dank. Verdiente Verwöhnpause-Handcreme, intensive Pflege von Triacalmoon mit Mandelöl. Das ist aber eher so eine Richtung Winter. Ne, da ist eher so Milch und Honig mein Duft, muss ich sagen. Das ist hier so eine schöne Sommergeschichte vom Bois. Eine Raspberry Peppermint Geschichte ist das. So viele Geschichten. Eine Energizing Hand Cream von Emmy. Das ist richtig, richtig toll. Ja, die würde ich mir dann zum Beispiel auch auf meinen Schreibtisch stellen. Von Camille habe ich eine Hand- und Nagelcreme von Maya geschenkt gekriegt. Das ist auch eine tolle Sache für die Handtasche, weil die so schön ja, klein ist. Ne? Und von Chauguin habe ich hier noch die Olio di Neem, eine Handcreme. Und die habe ich doch auch, genau, von Andrea habe ich die bekommen. Ja, also mit Olivenöl. Edel, edel, sprach der Edel. Oh, und ich finde das so angenehm, dass ich mich jetzt halt wirklich mal getraut habe, meine ganze Sammlung auf links zu drehen oder meine ganzen Backups hier und halt auch dann in mein Lager mit integrieren zu können. Ja, weil... Es waren so volle Kartons und ich konnte da einfach gar nicht mehr wirklich, wenn ich halt was Neues haben wollte, mich entscheiden. Und jetzt habe ich halt immer eine gute Auswahl. Hier bei den Gesichtspeelings muss ich sagen, bin ich relativ eingefahren. Jetzt im Sommer möchte ich halt super gerne nur Enzympeelings verwenden. Mechanische Peelings fürs Gesicht verwende ich gar nicht mehr, weil ich eine sehr sensible Haut habe. Und ab Oktober bis Ostern verwende ich dann auch gerne wieder Säurepeelings. Manchmal verwende ich jetzt auch schon Säurepeelings, aber halt nicht so in großem Maße. Ich passe halt wirklich auf, wie ist dann tatsächlich die Sonneneinstrahlung oder inwiefern bin ich am nächsten Tag draußen. Und ich achte sowieso super, super intensiv auf Lichtschutzfaktor. Und ich kann euch nur empfehlen, euch wirklich auch mit eurer Haut zu beschäftigen, damit ihr dann auch genau eure Hautpflegeroutine so irgendwie gestalten könnt. Ich bin jetzt heute und gestern ja auch ungeschminkt und so. Dementsprechend seht ihr auch meine Haut, wie sie ist. Und jetzt blinkt der Akku. Jetzt seid ihr ein bisschen gedreht, aber dann seht ihr auch mal ein bisschen was von der anderen Seite. Ist auch mal was Neues, ne? Wir waren bei Gesichtspeelings. Wie gesagt, aktuell Enzympeelings, deswegen habe ich hier von Elemis das Papaya Enzympeeling. Das war auch mal in der Sonderbox mit drin und das möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Die Flieger fliegen tief. Dann habe ich...
nur noch Dalton-Produkte. Das BHA-Peeling kann man auch super verwenden, auf dem Rücken zum Beispiel. Und ja, darauf freue ich mich auch wirklich, das dann von O bis O in Anwendung nehmen zu können. Denn das ist halt wirklich so eine schöne klärende Geschichte. Ne? Das zieht euch alles aus dem Gesicht, was da nicht reingehört. Und das mag ich ganz gerne, ein klärender Freund. Ich habe euch hierzu auch, glaube ich, schon mein Video online gestellt zu den Produkten, die ich so zweckentfremdet verwende. Kann ich euch mal im i verlinken. Da gehört auf jeden Fall das BHA-Peeling mit dazu. Ich werde natürlich erstmal etwas softer starten. Wenn ich in die Peeling-Zeit komme, dann nehme ich erstmal das PHA. Und das ist halt auch von Dalton. Ne? Und hier sind 50 ml drin. Das ist ein sanfter Einstieg nach dem Enzympeeling. Also halt wirklich, wenn du dann nach dem Sommer wieder anfängst, deine chemischen Peelings zu verwenden, dann ist es eigentlich gar nicht so verkehrt, mit PHA zu starten, die Haut darauf vorzubereiten und dann langsam zu steigern und das zu verwenden, was du halt am liebsten möchtest. Also entweder klärend oder glättend, wie man halt so möchte. Und da hast du halt auch ein bisschen eine feuchtigkeitsspendende Geschichte mit dabei. Und das kommt aus der Sensitive Care Linie, ne? Deswegen ist es ein bisschen sensibler zur Haut. Und dann habe ich hier noch das AHA Peeling von Dalton. Das ist ein Anti-Aging-Freund und das ist schon sehr stark Anti-Aging, ne? Ich persönlich lasse die halt dann erstmal so 2-3 Minuten drauf und wasche sie mir runter. Und steigere das natürlich im Laufe der Zeit. Aber man muss halt immer wirklich dann auf die Haut achten und gucken, wie ist gerade so der Status und so. Immer super, super wichtig. Und das hier, das ist eine ganz neue Sache für mich persönlich. Die ist schon sehr bekannt bei Dalton, aber ich habe sie mir jetzt auch neu bestellt gehabt. Das sind AHA Peeling Pads. Das ist für unterwegs, glaube ich, gar nicht so verkehrt, dass man die dann halt auch mitnehmen kann oder halt für mal eben schnell. Mal gucken, die werden auch ausprobiert, aber im Sommer halt erstmal Enzympeeling. Weiter mit der Gesichtspflege. Ja, Toner. Da habe ich hier tatsächlich auch nur ein paar rausgesucht. Ne? Ich habe mich zurückgehalten, Leute. Skin Chemist ist hier der Advanced Collagen Facial Toner drin. Den finde ich einfach interessant. Skin Chemist ist ja auch so eine super teure Marke. Und dann wollte ich einfach schauen, ob das dann auch das kann, was es verspricht. Dann habe ich hier von Nicole Nina Wien mal den Aqua Distallata Alle Rose gekriegt. Von Roberts oder Roberts und ja, bringt die Haut zum Strahlen, hat sie geschrieben. Und das wollte ich dann auch auf jeden Fall ausprobieren. Und guckt euch mal an, wie wunderschön diese Verpackung ist. Hat sie mir, glaube ich, aus ihrem Italienurlaub mal mitgebracht. Mega cool. Von Catrice habe ich hier etwas, was ich einfach interessant fand. Ich will das gerne mal ausprobieren. So ein bisschen mehr Hautpflege auch aus der Drogerie und vor allem von Marken, die eigentlich gar nicht so viel mit Hautpflege zu tun haben, nämlich Catrice. The Jungle Book Face Toner mit Glycerin und Shea Butter. Das ist halt wirklich einer, der sehr, sehr feuchtigkeitsspendend sich anhört für mich, ne? Weil du halt dieses Glycerin mit dabei hast, du hast Shea und eine Shea Butter mit dabei und die Konsistenz ist halt wirklich dickflüssig. Also erinnert von der Konsistenz eher weniger an Toner, sondern mehr an irgendwie ein dickflüssiges Serum oder so. Deswegen bin ich da gespannt drauf und kann euch dann hoffentlich auch mal was dazu sagen, auch wenn es eine LE ist, ne? Aber trotzdem, dann kann man einfach mal so ein bisschen in die Hautpflegelinie von Catrice reinstöbern. Ich bin ja zum Beispiel auch echt ein Fan von den Augenpatches von Essence, ne? Die jetzt auch endlich in großer Masse auf den Markt gebracht haben und die verwende ich aktuell jeden Morgen, finde ich sehr empfehlenswert. Also für, ne, wenn es halt wirklich jeden Morgen, jeden Tag ist. Von Yepoda habe ich noch das Misthelf hier drin. Das ist tatsächlich für mich als Toner, als Setting Spray eine super geeignete Geschichte. Nehme ich auch gerne das Kleine mit auf Reisen. Und da habe ich auch schon ein bisschen was rausgenommen, als ich in Düsseldorf war. Genau, als ich auf dem Weg nach Malaga war und dann halt quasi in dem Hotel, Flughafenhotel in Düsseldorf war. Das habe ich einmal in der Full Size hier und in der Travel Size und die Full Size habe ich auch tatsächlich noch ein paar Mal in meinem Backup, also ne, könnte dann, also nicht in meinem Backup, sondern in meinem Lager, das heißt, es könnte dann gegebenenfalls auch in Verlosungsboxen kommen, denn all das, was um mich herum steht, in diesen großen Boxen, wo ihr auch diese ganzen Zettel seht, das sind alles Produkte, die ich in Verlosungspakete packe oder halt weiter verschenke, ne? Das ist ja nicht jetzt so alles nur für mich, das ist halt bei Kooperationen so, dass man tatsächlich immer verschiedene Sachen auch zugeschickt bekommt und dann fische ich mir halt das raus, was ich so sage, okay, das teste ich so für mich und die anderen Sachen gebe ich dann natürlich gerne weiter. Ich habe ein essentielles Problem mit Seren, denn ich finde, Seren sind bei mir im Prinzip dafür da, um die Wirkstoffe in die Haut zu geben und ich habe einfach viel zu viel davon und ich konnte mich wirklich nicht entscheiden, welches ich in meine Backup-Sammlung mit aufnehme und die Box ist wirklich am vollsten von allen. Ich mache Seren halt echt gerne leiden und deswegen haben wir hier das Ausmaß. Natürlich sind hier vor allem meine drei liebsten Hautpflegefirmen vertreten, weil ich einfach weiß,
dass ich dort gut beraten bin, dass ich dort eben die Hautpflege bekomme, die für mein Gesicht passend ist, dass ich die Wirkstoffe erhalte, die auch in einer sehr guten Qualität sind. Und deswegen, ja, ist da einiges von in meinem Backup. Ich starte jetzt einfach mal so mit dem Klassiker, das ist Hyaluronsäure, da habe ich den Triple Hyaluronic Booster von Dalton hier drin. Der wird auch sehr, sehr bald in Anwendung genommen werden und ich freue mich da schon drauf, weil Hyaluronsäure ist halt wirklich sehr, sehr feuchtigkeitsspendend. Aktuell habe ich noch das Ceramidserum in Anwendung, aber vor allem abends, ne? Das ist super beruhigend, super, super angenehm, aber das ist halt wirklich auch sehr, sehr gut. Hyaluronsäure mag ich einfach sowieso sehr, sehr gerne. Deswegen habe ich hier auch von Colibri Cosmetics den Hyaluron Booster. Den wollte ich mal ausprobieren, weil alle schwärmen davon und so weiter. Da möchte ich halt auch irgendwie so ein bisschen mitreden können, ne? Und euch auch was dazu sagen können. Dann habe ich hier das Hyaluronic Urea Anti-Aging Hyaluron Serum. Und dann habe ich hier auch noch die Q10-Geschichte, das Energy Boost Q10 Serum von Dalton. Hatte ich letztens in einem Set bekommen, finde ich auch sehr, 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 sehr angenehm. Ja. Vitamin C. Da habe ich hier von Lavera in Kombination mit Q10 Antimüdigkeitseffekt, natürliches Coenzym, Q10 und Vitamin C. Einfach mal ausprobieren. Lavera und ich, also sind eigentlich nicht so die allergrößten Freunde, muss ich gestehen, was halt so die Wirksamkeit auf meinem Gesicht angeht oder auch das Make-up. Aber ich möchte dem Ganzen halt einfach nochmal eine Chance geben. So. Dann habe ich hier auch in Richtung Vitamin C den Pore Minimizer. Ne, den nehme ich später, damit kann ich eine bessere Überleitung machen, Leute. Von Medicaid habe ich das C Tetralux. Das habe ich hier, das möchte ich auch ausprobieren. Vitamin C ist genauso wie bei Retinol, ne? Es gibt halt unterschiedliche Qualitäten und ich habe es einfach gemerkt, letztens, als ich halt auch ein Retinolserum von Biotherm verwendet habe, dass meine Haut es einfach nicht mochte. Und ja, deswegen habe ich das dann auch irgendwann abgesetzt, ne? Dann habe ich hier auch von Sunday Riley das CEO Vitamin C Brightening Serum. Das hatte ich auch irgendwann mal im Adventskalender drin, das ist halt super hochpreisig, ne? Witzigerweise, guck dir das mal an. Hat Lavera das getubed? Hm? Hat Lavera das getubed? Das wäre ja witzig. Hm. Fällt mir jetzt erst auf, ne? Okay, aber ich meine, es ist auch eine typische Farbe für Vitamin C. Ja. Kommen wir zu Vitamin C in Verbindung mit Niacinamiden. Pore Minimizer Booster ist einfach eine ganz schöne Geschichte. Normalerweise verwendet man ja nicht Vitamin C in Kombination mit Niacinamiden. Bei dem Produkt ist es halt so gemacht worden, dass es funktioniert und das ist halt hauptsächlich dafür da, um die Poren halt zu minimieren. Ja, Beauty Mates ist wie gesagt auch eine Marke, der ich super vertraue. Dann habe ich hier auch noch das The Repair Hero von Yepoda in sehr, sehr klein, also als Reisegröße. Das ist auch ein Niacinamid-Serum. Da schwärmt ja Kati so von, ne? Contra Junkie. Und das habe ich halt hier nochmal in der Reisegröße. Dann auch von Glow Recipe, Watermelon Glow mit Niacinamiden, die Dew Drops. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das schon mal ausprobiert habe. Ich glaube nämlich schon. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich das fand und deswegen ja, geht das wieder in Anwendung. Das hat letztens Maxim aber auch gezeigt und gesagt, dass du das halt weniger dafür verwenden solltest, um es als Wirkstoffkosmetik zu nehmen, sondern eher so als Primer. Okay, muss ich einfach mal ausprobieren, wie das bei mir so in der Hautpflege funktioniert. Dann habe ich hier auch, wo wir schon mal bei Glow sind, von Dr. Barbara Sturm die Glow Drops. 10 Milliliter sind hier drin und da bin ich, ja, ne? Einfach von, also hochpreisige Marke, wird schon was werden. Genauso hier das Charlotte's Magic Serum. Das habe ich aber auch schon ein paar Mal aufgebraucht. Finde ich sehr, sehr schön. So vor allem morgens, weil das halt einen schönen Glow gibt. Hm. What happy nu? What happy nu? Nehmen wir was Beruhigendes. Beauty of Josen. Da weiß ich noch nicht, ob ich das im Gesicht oder im Unterstübchen verwende. Müssen wir mal schauen. Das ist nämlich ein beruhigendes Serum mit grünem Tee und Panthenol. Also auch sehr, sehr pflegend. K-Beauty mag ich auch einfach gerne. Dann habe ich hier von By Beauty Bay. Das ist die By Beauty Bay Eigenmarke. 5% Squalan und Grapeseed Oil. Also quasi Traubenkernöl. Ja, ein Ölserum. Das wird dann wahrscheinlich eher Richtung Winter verwendet werden. Und Squalan hält die Feuchtigkeit in der Haut. Deswegen fand ich das auch spannend. Hier nochmal was von Dalton. Und zwar ist das dieses Glow-Gesichtsöl Soul. Da schwärmt Katrin ja so von. Katrins Welt und so. Und auch Antje Sverreld, ne? Die mögen das ja total gerne. Ich glaube auch Nicole Nina Wien. Ich weiß es nicht. Kommen wir jetzt mal zu Retinol. Das ist ja eigentlich eher etwas, was man verwenden sollte. Jetzt nicht unbedingt im Sommer, ne?
Ich verwende es aktuell aber trotzdem, weil ich halt einfach mich darauf verlassen kann, dass ich das richtig kombiniere und dass ich am nächsten Morgen auch definitiv dicken, festen, fetten Lichtschutzfaktor auftrage. Das ist hier einmal von Dalton, das Retinol-Serum, wo eigentlich überwiegend Retinal drin ist, aber Retinol kennt halt jeder. Und sonst hätte hier wahrscheinlich jeder gedacht, da wäre ein Schreibfehler drauf. Ist ein super Anti-Aging oder Slow-Aging-Wirkstoff. Auch Beautymates hat einen Retinol Youth Booster herausgebracht. Den durfte ich damals auch schon mal testen und mochte den sehr, sehr gerne. Also das Retinol von Beautymates vertrage ich persönlich auch sehr, sehr gut. Und dann hat Yepoda auch noch sowas in der Art, und zwar Bakuchiol. Das ist eine pflanzliche Alternative zu Retinol. Und das habe ich hier in der Travel Size. Und die letzte Travel Size, die ich hier habe, ist The Purify Hero von Yepoda mit natürlichem BHA, was man halt verwenden kann, wenn man Unreinheiten hat. Aber auch da wieder ein bisschen drauf achten, wegen Sonneneinstrahlung. Und wenn man das alles ganz nah zusammenstellt, dann ist das auch gar nicht mehr so voll. Dann geht das auch voll klar. Okay, mach dir das Leben schön, Claudi. Dann habe ich hier meine Augencremes. Da habe ich auch eine Auswahl an Produkten. Was natürlich meiner Meinung nach immer in meiner Backup-Sammlung sein muss, weil ich sie einfach super finde, ist von Clinique die All About Eyes. Da ich aber mittlerweile ein paar Jährchen älter bin, habe ich jetzt hier die Rich-Variante, ne? Die ist ein bisschen reichhaltiger und ich kann die super vertragen, wenn ich halt so gereizte Augen habe, gerötete Augen. Und manchmal habe ich das einfach, ne? Dass vielleicht irgendein Produkt bei mir nicht funktioniert hat oder ich vielleicht ein bisschen mal eine Zeit lang nicht ganz gut drauf war und so. Und dann ist sowas eine ganz schöne Sache. Dann habe ich hier von M. Asam auch noch das Perfect Eye Serum, das wollte ich mal ausprobieren. Ich denke, dass es im Sommer ganz schön sein kann, wenn das ein bisschen leichter ist. Muss ich mal ausprobieren. Dann von der Eigenmarke von Colourpop, Fourth Ray So Radiant Brightening Eye Cream. Das scheint dann auch mit Vitamin C zu sein, weil hier sind Orangen oder auch Zitronenscheiben abgebildet. Kann ich sehr gut gebrauchen. Und wie gesagt, das ist super in Kombination mit Lichtschutzfaktor. Hier habe ich auch eine Vitamin C Augencreme Glättung und Ebenmäßigkeit von Judith Williams. Die habe ich auch mal zugeschickt bekommen und die möchte ich dann natürlich auch gerne mal verwenden. Dann habe ich hier von Balea eine belebende Augenpflege und da haben wir Koffein, Vitamin C und Hydrokomplex mit drin. Also Vitamin C ist echt so ein Aufhellungsprodukt, ne? Das ist Inhaltsstoff, das ist einfach super. Ich hoffe, dass das Aloe Vera da drin jetzt nicht so super klebrig ist. 10% steht hier nämlich drauf, ansonsten verwende ich die halt eher abends. Und dann habe ich noch die Q10 Energy Boost Augencreme von Dalton. Auch eine mega gute Sache, die vor allem auch einen richtig guten Effekt gibt. Ich meine, dass ich die sogar aktuell in Anwendung habe. Ja, die habe ich heute Morgen aufgetragen. Cool. Die Lippen möchten auch gepflegt werden. Und da habe ich hier auch eine kleine Auswahl an Produkten. NYX bekommt ihr übrigens auch bei Purish. Und da ist der Code, wie gesagt, am Start. Reff de Miel habe ich hier. Das ist der Honey Lip Balm. Da schwärmt die liebe Mama Co. Beauty so von. Und deswegen wollte ich den mal ausprobieren. Hier ist ein Krümmel. Und das ist so ein Pöttchen. Das würde ich mir dann einfach ans Bett stellen. Da habe ich aktuell auch von Colourpop aus der Alice in Wonderland Kollektion, diesen Pilz. Ich lieb's. Ich weiß nicht, ob der große Pflege macht. Der ist auf jeden Fall total knuffig und der schmeckt sehr süß, ne? Ja, das ist natürlich dann auch sehr pflegend. Dann habe ich hier für den Sommer, für über Tag, wirklich wichtig, Freiöl Hydro Lipstick Lichtschutzfaktor 50. Kann ich euch nur empfehlen, sowas auch im Sommer zu verwenden, denn ja, so ein Sonnenbrand auf den Lippen ist echt nicht ohne. Das hier ist dann eher so eine feuchtigkeitsspendende Sache von Blistex, Agave Rescue Intensive Care 24 Stunden Pflege. Das ist ein Klassiker, ne? Von Carmex. Einfach der Lip Balm, genau. Habe ich hier. Mag ich lieber als das Pöttchen. Auch von Birds and Bees habe ich hier was. Watermelon, das muss da einfach sein, ne? Großartig. Ich glaube, der hat sogar eine kleine Färbung auch mit dabei. Und das ist mein Backup, beziehungsweise das hat Emmy mir auch mal geschenkt. Habe ich aktuell auch in Anwendung, aber in einer anderen Variante. Das ist das pflegende Lippenöl Caring Lip Oil von Bilou. Caramel Macaron. Mega. Und wie gesagt, das habe ich aktuell in Anwendung. Dürftet ihr sogar im nächsten Aufgebraucht-Video sehen, weil da ist echt nicht mehr viel drin. Bevor wir dann zu den Haaren kommen, habe ich natürlich noch meine Tages- und Nachtcremes hier. Ich würde sagen, wir starten mit den Nachtcremes. Ja, da habe ich hier so ein paar drin. Von Dr. Barbour habe ich die Neurosensitive Cellular Intense Calming Cream. Die war auch mal irgendwo mit dabei. Die möchte ich mal ausprobieren. So eine beruhigende Geschichte kann ich abends echt gut gebrauchen. Auch von Barbour habe ich hier die Skinovage Moisturizing Cream Rich. Ne? Das ist auch eine Creme, die ich mal testen wollte. Von dem Asam habe ich eine Collagen Lift Nachtsorbet Creme.
Die hatte ich, glaube ich, im Adventskalender drin. Apropos Adventskalender, da hatte ich auch hier von Balea die Nachtcreme drin. Intensive Feuchtigkeitspflege über Nacht. Ich möchte ja auch gerne, dass halt, ja, diese Marken aus der Drogerie funktionieren. Deswegen teste ich immer mal wieder ein bisschen was durch. Sagte sie und hielt eine sackteure Creme in die Kamera. Und zwar ist es von Lancôme die Absolue Cream Rich. Das ist diese hier, die war im Lancôme Adventskalender drin. Ja, also für mich sind so reichhaltige Cremes eher was für abends und leichtere Cremes eher was für morgens. Plus, morgens habe ich dann ja natürlich auch noch die Lichtschutzfaktoren. Nyx bekommt ihr auch bei Purish, ne? Genau, Creme Fresh habe ich, Creme Fresh vor allem. Ich glaube, das hatte ich in der Blissim Box oder in der My Little Box drin. 48 Stunden soll die Feuchtigkeit geben, Anti-Pollution. Ja, ich bin dann halt eher so jemand, die dann lieber nochmal nachpflegt, ne? Ja, also teilweise ist es so, dass ich nicht nur morgens und abends mich eincreme, sondern dann halt auch zwischendurch mal mein Gesicht wasche und mich komplett neu pflege. Das ist dann halt einfach so, ne? Von Dalton habe ich hier auch noch die Hyaluronic Urea Hydro Boost Anti-Aging Feuchtigkeitscreme. Habe ich hier bei der Nachtpflege drin, weil die ist schon sehr, sehr reichhaltig. Ne? Also das würde ich auch eher für abends empfehlen. Von Biotherm habe ich die Aquasource Ziza Nutri Creme. Da bin ich auch super gespannt drauf. Die soll auch wohl neu sein. Jo, müssen wir mal ausprobieren, ne? Von QMS, die war ja so super teuer und in Adventskalendern drin, teilweise in so Mini-Pröbchen. Hier habe ich aber die Day and Night Cream Antioxidant. Ja, mal gucken, ob die so viel kann, wie die kostet. Wird schwierig, ne? The Body Shop habe ich hier. Es ist eigentlich eine Bouncy Sleeping Mask Edelweiß-Geschichte, aber werde ich als normale Nachtcreme halt verwenden, ne? Charlotte Tilbury ist hier auch mit am Start. War günstig. Die Magic Night Cream. Nee, die habe ich aus Trashy rausgenommen. Die habe ich mir nicht selber gekauft. Ich glaube, die war Nicole, Chiquita's Place, war die, glaube ich, zu reichhaltig, ne? Und von Shiseido habe ich hier auch noch die Beneficence Overnight Wrinkle Resistant Resisting Cream. Auch sowas. Möchte ich einfach ausprobieren, um euch sagen zu können, ob die Produkte, die halt auch so viel kosten, ihr Geld wert sind. Bei manchen Marken weiß ich es einfach, bei manchen Marken möchte ich das halt noch herausfinden. Oder ob man gar nicht so viel Geld ausgeben muss und auch mal bei der Drogerie sich umschauen könnte für Pflege. So. Die Tagescremes sind ein bisschen voller, weil, wie gesagt, hier ist Lichtschutzfaktor auch mit drin. Da habe ich zuallererst von Yepoda the SPF BFF. Das ist dieses hier. Ganz, ganz leicht getönt. Ne? Aber sehe ich jetzt auf meinem Gesicht nicht unbedingt. Ich finde es großartig, dass die jetzt den 50er rausgebracht haben. Sonst hatten wir auch den 30er. Aber 50 ist natürlich mega gut, weil das verwende ich halt auch. Auch Bondi Sands gibt es bei Purish, ne? Da habe ich hier so ein kleines Ding. Face SPF 50 Plus Very High Protection. Ja, das werde ich mal so auf Reisen mitnehmen, weil das so eine kleine Sache ist. Airy Sunscreen. Jo, hier habe ich auch noch so ein bisschen was. Hatte ich in der Beauty Bay Mystery Bag mal mit drin. Oder auch von Yepoda, nicht Quatsch, nicht Yepoda, Yes Time was zugeschickt gekriegt. Neogen Dermalogy Advanced Sun Safety Solution Intensive Defense, genau, gegen UV-Strahlen. Und das ist einmal dieses hier. Lichtschutzfaktor 50 verwende ich, oder 50 plus immer im Gesicht. Beauty of Joseon Relief Sun Rice and Probiotics 50 plus ist hier der Lichtschutzfaktor. Der Herzen Hyaluronic Acid Watery Sun Gel. Da bin ich mal gespannt, ob man das auch so gut auftragen kann, dass du genug verwendest. Von Isntree, Lichtschutzfaktor 50. Und noch ein Lichtschutzfaktor. Und zwar von Beauty Bay SPF 50 High Protection UVA und UVB Face Lotion. Jo, werden wir mal ausprobieren, ne? Verwende ich ja auch ganz gut. So, jetzt kommen wir zu der generellen Pflege. Dr. Barbour ist auch hier am Start. Clean Formance Moisture Glow Cream. Ja, einfach eine feuchtigkeitsspendende Creme. Das ist hübsch, ist im Tiegel. Von dem Asam die Hyaluron Repair 24 Stunden Creme. Wollte ich ausprobieren. Und auch Sephora hat ja auch mit der Eigenmarke so Hautpflege rausgebracht. Da habe ich den All Day Hydrator Hydrate and Glow. Glow ist echt eine schöne Sache, ne? Also ich glänze jetzt wahrscheinlich auch gerade, weil es aktuell sehr warm ist. Aber es ist einfach schon so, dass ich Glow mag, ne? Elemis Pro Collagen Marine Cream. Hier weiß ich, dass ich die schon ganz gerne mag, ne? Dann von Rosenthal Crystal Glow Essential Moisturizer. Rosenthal, haben die überhaupt noch Pflegeprodukte? Ich weiß es gar nicht. Von Lancôme, die Visionaire, ist das so eine Multi-Correcting Cream. Mal gucken, was die dann bei mir so korrigieren kann. Und von The Body Shop habe ich hier auch die Edelweiß Smoothing Day Cream hier reingepackt. Mal gucken, wie die mich halt so beruhigen kann.
Biotherm ist auch am Start mit Aquasource, das Hyaluplump-Gel. Das ist, glaube ich, auch im Sommer sehr, sehr angenehm. Ne? Schauen wir mal. Und ich mag einfach diese Tiegel. Von Shiseido habe ich noch den Essential Energy Hydrating Cream Tiegel hier drin mit 15 Millilitern. Ich möchte einfach auch diese hochpreisigen Sachen austesten. Und von Dalton habe ich die Mineral Care Med-Reihe Dry and Irritated Skin mit totem Meer. Und das ist eine, mit totem Meer, genau. Das ist aus dem Toten Meer. Totes Meer Salz wird dann wahrscheinlich drin sein, ne? Ja, und das ist eine Feuchtigkeitscreme. Ich habe davon jetzt gerade auch das Shampoo aufgebraucht. Das ist ja die ganz neue Reihe. Sagelütkin, das war echt gut. Ja. Jetzt wird's haarig, denn ich habe jetzt meine Haarboxen hier. Was ein Joke, ne? Ich fange jetzt an mit meinem Shampoo, was ich mir rausgesucht habe. Da habe ich zuallererst etwas von Davin, das Momo-Shampoo. Leute, die Davin-Shampoos und Spülungen sind richtig toll. Die hatten wir in Bissim und meine Little Box mal so mit drin. Das ist einfach großartig. Du hast eine tolle Pflege, das duftet wundervoll. Wenn ihr das in Boxen habt, verwendet es definitiv. Ich hatte mal eine Kooperation mit Grow Gorgeous. Die habe ich, oder dieses hier, habe ich aber, und auch gleich die Masken, in Boxen drin gehabt. Das ist einmal die Rescue and Repair Shampoo-Tube. Kurve gekriegt irgendwie. Ich finde, die riechen einfach super gut und die haben auch wirklich eine gute Pflege. Bekommt ihr ja bei Lookfantastic und da könnt ihr mit Claudie Welt auch immer sparen. Von Moroccan Oil habe ich hier das Hydrating Shampoo und das soll halt Feuchtigkeit spenden, wie der Name schon sagt. Feuchtigkeit brauchen meine Haare schon. Shampoo trage ich am Haaransatz auf. Da habe ich hier auch von John Frieda das Deep Sea Hydration Shampoo, was ich dann demnächst mal ausprobieren möchte. Nochmal Davin, das Oil Shampoo. Ich glaube, die Oil Spülung habe ich leer gemacht. Fiber Clinics von Schwarzkopf Tribond Hydrate Technology hatten wir jetzt öfters mal in der Box drin. Ich glaube, Pinkbox. Dann das Physio Gel Scalp Care Extra Milde Shampoo habe ich von der lieben Katrin bekommen. Ja, von Katrin. Und da freue ich mich sehr, sehr drauf, weil das ist halt für die Kopfhautpflege, ne? Kann ich immer sehr gut gebrauchen. Von Vella Professional habe ich das Fusion Shampoo, was gerne verwendet werden möchte. Von Rituals, The Ritual of Sakura, habe ich das Shampoo. Ich glaube, das war im Adventskalender drin. Ja, erstmal nur so kleine, ne? Das The Body Shop Banana Shampoo muss ich mal gucken. Ich habe aktuell ja auch eine Banana Hair Mask, die ich auch super toll finde. Ich mag Bananenduft. Von New habe ich diese Winterberry-Geschichte. Ich mag New. Schade, dass es New nicht mehr gibt. Ja, ist von X-Later und ich mochte die tatsächlich eigentlich ganz gerne. Keine Ahnung, warum sie das Business aufgegeben hat. Und das letzte Shampoo, was in meinem Backup dann drin ist, ist von L'Oreal Elvital Dreamlengths. Super Aufbau-Shampoo. Das habe ich mal von L'Oreal auch zugeschickt bekommen. Tatsächlich mag ich aus der Drogerie die L'Oreal Shampoos oder diese Elvital Geschichten sehr, sehr gerne für meine Haare. Nach dem Shampoo verwende ich Haarmaske. Das ist so der nächste Step. Tatsächlich kommt die Haarmaske vor dem Conditioner. Man glaubt es kaum und Haarmasken gebe ich dann ab Ohrläppchen bis in die Spitzen rein. Und da habe ich auch hier die Schwarzkopf Fiber Clinics Tribond Hydrate Maske, die dann passend zum Shampoo wäre. Serie Expert, ich konnte mich bei Haarmasken auch gar nicht so gut entscheiden, muss ich gestehen. Von L'Oreal ist das die Gold Quinoa und Protein Haarmaske Absolute Repair. Mythic Oil, ich weiß gar nicht, Oil Light Mask, die war auch in irgendeiner Box mal mit drin. Ah ja, meine Schwiegermama schreibt. Normales bis feines Haar habe ich. Dann habe ich von Mutmaske hier auch was drin. Und zwar ist das Hair Mask Scalp Treatment and Miracle Shampoo. Das kannst du sowohl für die, also du nimmst es halt auch für die Kopfhaut. Warum ist das bei Conditioner drin? Habe ich mich vertan? Das ist Haarmaske. Nee, genau. Alles gut. Wie mache ich das denn? Genau, du machst es nämlich in Scalp und Hair. Genau, genau. Und das lässt du halt wirklich nur eine Minute drin. Genau, das ist halt auch eine Kopfhautpflege. Und deswegen finde ich das sehr, sehr super. Verwende ich halt auch gerne. Hier ist auch noch eine Kopfhautpflege. Habe ich von Melly Geschenk gekriegt. Von Mermaid and Me Wild Hibiscus Clay Mask. Für eine saubere Kopfhaut. Genau, zur Kopfhautreinigung. Das hier ist auch hier L'Oreal Elvital Dreamlengths Super Aufbaumaske. Passend zu dem Shampoo, was ich euch eben schon gezeigt habe. Ein ordentlicher Bottich. Dieses hier habe ich von der lieben Andrea bekommen. Maschera Capelli. Con Olio di Argan, also quasi mit Arganöl, eine Maske. Können meine Haare auch sehr gut vertragen. Christophe Robin habe ich hier mit der Hydrating Melting Mask am Start, mit Aloe Vera. Und das soll halt alles hydratisieren. Von Y, das ist auch eine Marke,
die sehr, sehr, sehr hochpreisig ist, glaube ich, ne? Thick Hair, ein Treatment Mask, da sind 30 ml drin, das sind dann so ein, zwei Anwendungen für mich. Aber ja, wird auch auf jeden Fall mal verwendet irgendwann. Auch hier habe ich Grow Gorgeous mit zwei Produkten drin vertreten. Repair Strengthening Hair and Scalp Mask. Das finde ich immer sehr charmant, wenn halt auch der Kopf, wenn auch die Kopfhaut mit berücksichtigt wird. Und hier auch von Grow Gorgeous Intense Thickening Hair and Scalp Mask. Finde ich schon spannend. Irgendwas ist hier los. Ich habe aber nochmal drei. Einmal von Rituals Elixir Collection Keratin Recovery Hair Mask. Das ist so eine kleine Sache. Dann von Amika Soul Food die Nourishing Maske. Und von Paradox oder We Are Paradox Repair Game Changer Hair Mask. Da bin ich mal gespannt, was sie da verändern möchte. Und das soll dann auch das Haar reparieren. Ja, ich habe ein Haarmaskenproblem, ich weiß. Haarmasken verwende ich nämlich eigentlich nur zweimal die Woche. Und es dauert immer eine ganze Weile, bis so ein Tiegel leer ist. Aber hey, nachdem ich eine Haarmaske verwendet habe, kommt dann der Conditioner. Ich habe das irgendwie mal bei einem Hairfluencer auch gelesen oder gehört, dass man das in der Reihenfolge machen soll, weil du quasi mit dem Shampoo die Haarfasern quasi einmal so anraust, also quasi, dass sie sich irgendwie zur anderen Seite aufstellen oder so. Dann können die und halt gereinigt werden, die ganzen Sachen. Dann nimmst du mit der Haarmaske die ganzen Wirkstoffe, die dann ja auch in sich da irgendwie drumlegen können oder wie auch immer. Und ein Conditioner legt alles wieder glatt hin. Keine Ahnung. Irgendwie so habe ich das mal gehört. Deswegen mache ich das so und das gefällt meinen Haaren sehr gut, das so zu machen. Da habe ich hier von My New Hair den Keratin Conditioner. Finde ich sehr gut. Hatte ich auch schon mal auch als... du bist ein bisschen undicht. Auch als Shampoo. Hier finde ich aber einfach gut, dass du einen Pumper mit dabei hast. Das fand ich bei dem Shampoo nämlich echt nervig. Hier habe ich aus der L'Oreal Elvital Dreamlengths Reihe direkt zwei Conditioner. Das ist einmal Rapid Reviver. Ja, Reviver. Eine Tiefenspülung für langes, brüchiges Haar und eine super Aufbauspülung. Das soll entwirren und reduziert Haarbruch und Spliss. Ja. Und dann habe ich noch drei kleine Mäuse. Das ist so gut von Yves Rocher, dieses Brilliant Shine. Essig-Shampoo ist es ja, glaube ich, ne? Essig-Spülung. Richtig, richtig cool. Ich glaube, das bringt halt deswegen Glanz rein, weil das die Kalkreste auf den Haaren entfernt. Und wir haben sehr kalkhaltiges Wasser. We Do Moisture and Shine Conditioner habe ich hier auch noch mit am Start. Da bin ich einfach mal generell gespannt drauf, wie das so funktioniert. Und von Dove habe ich hier noch einen Conditioner Intensive Repair. Ist eher so ein kleines Reiseding. Last but absolutely not least, Haarpflege. Hier habe ich zuallererst was mit dabei für meine Kopfhaut. Das ist ein Kopfhautpeeling, Scalp Scrub. Das ist das hier, ne? Ich weiß gar nicht, wo das herkam. Auch irgendwo aus der Box, ne? Ja. Hast du irgendwie einen Markennamen oder so? Sieht nicht so aus. Gibt keinen Markennamen. Egal. Auf jeden Fall mag ich gerne Kopfhautpeelings. Verwende ich immer mal wieder, weil meine Kopfhaut halt echt irgendwie crazy geworden ist. Das bekommt ihr auch bei Purish, ist super, Color Wow. Der Dream Coat Supernatural Spray, du merkst halt wirklich einen Unterschied. Das macht die Haare sehr, sehr shiny und sehr, sehr glatt. Mag ich. Von Revlon Equave Instant Detangling Conditioner verwende ich super gerne. Einfach so ein Leave-In-Ding. Dann das gleiche nochmal in Gelb. Wo ist der Unterschied? Detangling, Detangling. Achso, Sun Exposed Hair. Das ist dann quasi für den Sommer. Dann von Jean & Len habe ich das Leave-In-Aufbauspray für strukturgeschädigtes Haar mit Keratin. Können meine Haare gut gebrauchen. Von Earth Harbor Sunstone Hair Revive Elixir. Ja, mit Seegras und Jasmin. Wegen Jasmin muss ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich bin eigentlich eher so ein Sprühtyp, wie man offensichtlich sieht. Und das ist das Einzige, was man nicht sprühen kann. Der Schutzengel von Got To Be ist irgendwie etwas, was ich auch irgendwie immer haben möchte, weil ich finde, so ein Schutzengel... Also dieser Hitzeschutz, ne? Ich glätte meine Haare zwar nicht und setze sie auch nicht der Hitze aus, aber es ist schon so, dass du ja auch Sonneneinstrahlung hast und die Haare föhnst und so. Deswegen gebe ich den schon Hitzeschutz mit. Dr. Pawpaw habe ich auch noch mit am Start. It Does It All. 7-in-1 Hair Treatment Styler. Ich will ja eigentlich nicht meine Haare stylen, ne? Nö, soll auch nicht. Das ist einfach nur, bevor man die Haare stylen würde oder halt, bevor du sie generell föhnst. Grow Gorgeous habe ich hier auch noch drin. Defense Anti-Pollution Leave-In Spray. Auch das ist ein Produkt, was ich halt in der Box drin hatte oder im Adventskalender. Und was ich dann als Leave-In verwende.
Und Schwarzkopf Bonner Cure Hyaluronic Moisture Kick, ein Spray Conditioner. Finde ich einfach super praktisch. Da komme ich einfach viel, viel besser durch meine Haare durch, wenn ich eben solche Produkte verwende. Leute, es ist einfach schön, ne? Ich habe hier alles einfach mal auf Vordermann gebracht. Jetzt muss ich nur die Regale hier hoch befördern. Dafür werde ich mich aber freundlicherweise mit meinem Freund zusammentun. Und das darf ich ganz alleine machen, weil sie sind etwas schwerer. Aber ich habe schon mal die ganzen Produkte hier oben und kann das dann alles schön einsortieren. Und ich freue mich drauf. Und ja, jetzt habt ihr einfach mal so einen kompletten Einblick in meine Backup-Sammlung und auch in meine Pflege, in mein Pflegelager bekommen. Ja, ich hoffe, dass ihr hier irgendwie Spaß hattet, dass es euch gefallen hat und dass ihr vielleicht inspiriert worden seid für das ein oder andere. Vielleicht auch das ein oder andere zu Hause noch habt und jetzt auch einfach mal in Anwendung nehmen könnt. Und wenn es euch hier gefallen hat, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.